Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch mal, wie ich meine Unterlenkspiegel von Shinyo montiert habe. Viele haben in den Kommentaren gefragt, ob ich das mal zeigen kann, wie ich das gemacht habe. Und ja, das werde ich euch einfach mal jetzt in dem Video zeigen. Wir fahren jetzt gerade an eine bisschen ruhigere Stelle hier bei mir im Ort. Und dann werde ich euch das alles mal kurz zeigen. Viel gibt es da nicht zu sagen. Das hat auch echt nicht viel gekostet. Ich habe mir wirklich nur ein paar Sachen gekauft, beziehungsweise eigentlich nur eine Sache gekauft. Und ja, wegen dem sehen wir uns, wenn wir da sind. Ah. Einfach schön, einfach Natur. Super Sache, da hinten sind meine Freunde. Was geht? Verpiss dich, du Hurensohn! Ja, egal, ich habe jetzt mal mein Motorrad einfach mal hier hingestellt. Und werde euch jetzt einfach mal kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr das seht, weil ich habe jetzt die Kamera, ich mache jetzt die Kamera nicht runter. Wie ihr seht, ich habe die Unterlenkspiegel hier unten hingemacht. Ich hoffe, ihr seht es. Ich muss mal gucken mit der Kamera ein bisschen abmessen, ob ihr das gerade seht. Ja, ihr solltet es gerade sehen. Und so habe ich mir da ganz einfach, das habe ich ja sogar extra mitgenommen. Hier, und so habe ich mir M6er Schrauben geholt, 40 cm lang. Bin ich eigentlich dumm? 40 mm meinte ich. Also 4 cm. Ja, da waren, keine Ahnung, wie viele waren da drin. 8 Stück mit jeweils 8 Schrauben, Muttern. Dann habe ich einfach die Spiegel, die waren ja allgemein so, also nur das Teil hier. Dann habe ich hier unten, da waren ja die Spiegel vorher dran. Da muss ich auch noch irgendwas reintun. Nicht, dass das wegen Wasser und so, weil sonst rostet es da drin. Ja, auf jeden Fall habe ich dann unten einfach hier beides mal die Schraube rausgedreht. Das ist halt hier die Befestigung, müsst ihr halt gucken, damit es nicht, dass es nicht ganz wegmacht, weil sonst verrutscht euch hier alles. Und habe dann einfach die Schrauben genommen. Die passen auch perfekt in die Spiegel rein. Ja, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal so, aber ich denke, ihr könnt euch denken, wie es dann funktioniert. Genau, ich habe dann einfach die Schraube einfach rausgezogen, rausgeschraubt, habe dann hier zwei Muttern reingedreht, also in eine Schraube habe ich zwei Muttern reingemacht und habe es dann einfach reingedreht und ihr seht, das hält. Was ihr euch zusätzlich noch dazu kaufen könnt, ist einfach ein Schraubensicherungsmittel. Am besten mittelfest, nicht ganz fest, ich weiß nicht, wie der andere heißt, halt hartfest, keine Ahnung wie das heißt, weil sonst kriegt ihr die Schrauben wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich habe es mir gekauft, aber ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt, was eigentlich komplett lost ist, aber ich habe es trotzdem gekauft. Vielleicht werde ich es noch hinmachen. Irgendwann mal, wenn ich die mal wieder wegmache. Aber mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also es ist echt simpel. Ich habe für das, glaube 3-4 Euro gezahlt für die paar Schrauben. Plus das Schraubensicherungsmittel 7 Euro, denke ich mal. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit mein Kennzeichen gefilmt habe. Sonst muss ich das wieder die ganze Zeit verzehren. Oh, dieses schöne Motorrad. Memo. Naja, das war es eigentlich schon. Ich schwinge mich jetzt mal wieder auf mein Bike. Ach, jetzt doch mal hier, zack. Zieh meine Handschuhe wieder an. Und dann heizen wir auch schon wieder nach Hause. Was ihr auf jeden Fall auch noch beachten müsst, ist, dass ihr von der Lenkermitte bis zu den Spiegeln einen Mindestabstand von 28 cm habt, damit die Spiegel auch noch legal sind. So, an der Stelle hat sich irgendwie mein Mikrofon einfach verabschiedet. Man hört einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Windgeräusche. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube einfach, dass irgendwie der Stecker oder so rausgegangen ist. Aber ich habe da eigentlich eh nicht mehr viel gesagt. Außer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Aktiviert gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt auch gerne weitere Videoideen in die Kommentare. Und das war's auch mit dem Video. Haut rein und einen wunderschönen Tag noch. We'll be right back.